Unser erstes Kinderzimmer finden wir in dieser Hütte. Am Eingang Kuhhäute und Gehstöcke. Wir gehen weiter. Ein karger Raum. In der Mitte eine Kochstelle. Von Spielzeug keine Spur. Da oben entdecken wir noch was. Tierfelle und Kochtöpfe. Aber wo bitte ist das Kinderzimmer? Wir schauen hinter eine Wand aus Holz. Das könnte eine Schlafstelle sein. Von der Größe passend für ein Kind. Und wer wohnt hier jetzt? Ich bin Solomon. Ich bin 11 Jahre alt und Maasai. Diese Hütte ist mein Zuhause. Aber die meiste Zeit lebe ich eigentlich draußen. Draußen, das ist die Savanne Tansanias an der Ostküste Afrikas. Hier leben die Maasai, Hirten, die von und mit ihren Rinder- und Ziegenherden leben. Bei den Maasai gilt eine klare Rangordnung. Die Älteren bestimmen, die Jungen gehorchen. Das hat hier Tradition. Solomon, geh und bring die Ziegen auf die Weide. Keine Widerrede, wenn Solomons Opa befiehlt. Um Tradition geht es auch in unserem zweiten Kinderzimmer. Ein Schreibtisch. Notenblätter liegen auf dem Bett. Auf dem Boden sehen wir noch Sportschuhe und einen Ball, der schon mal kein Fußball ist. Und auf dem Tisch Schulbücher. Am Schrank hängt eine Uniform. Wem gehört die? Hi, ich bin Dom. Ich gehe hier zur Schule und das ist mein Zimmer. Schuluniform, die ist Pflicht in diesem englischen Internat. Wir sind in einer Eliteschule, dem Stonyhurst in Lancashire, im Norden von England. 400 Jahre alt, eine der ältesten katholischen Jesuitenschulen der Welt. Wer in England zur Oberschicht gehört, schickt seine Kinder aufs Internat, in ein von Kindesbeinen an durchgeplantes Leben. Dominic ist einer von knapp 500 Schülern. Hier wachsen Politiker, Anwälte, Chirurgen oder Doktoren heran. 15 Minuten Frühstück, das muss reichen. Dann geht's ab zum Gesangstraining. Jede englische Eliteschule hat einen Chor. Schon seit er 8 Jahre alt ist, lebt Dominic im Internat. Im Stonyhurst ist der 16-Jährige seit 3 Jahren. Auch seine Mutter war früher Chorsängerin. Dominic will diese Tradition fortführen. 30 Minuten Gesangstraining, 5-mal die Woche. Von solchen Pflichten können andere Kinder nur träumen. Der 11-jährige Solomon muss mitarbeiten. Ich muss von früh bis spät mithelfen. Was genau zu tun ist, sagt mir mein Opa. Als Maasai-Junge muss ich gehorchen, sonst ist mein Opa böse mit mir. Solomon ist der Einzige in seinem Dorf, der neben seiner Muttersprache Ma auch Englisch spricht. Denn Solomon hat noch ein zweites Kinderzimmer. Aber das schauen wir uns später an. Jetzt muss er erstmal in der kargen Savanne einen Weideplatz für seine Ziegen finden. Der Maasai-Junge macht das, seitdem er 4 Jahre alt ist. Ein Pfiff reicht und die Ziegen folgen ihm. Der Befehl zum Anhalten ist und nach links gehen ist. Je weiter sich Solomon von den Siedlungen entfernt, desto gefährlicher wird es. Zur Sicherheit gehen die Kinder immer zu zweit. Ihre einzige Waffe, ein Stock. Solomon ist heute mit seinem 5-jährigen Freund Musa unterwegs. Den Stock habe ich dabei, um mich gegen gefährliche Tiere verteidigen zu können. Vor allem in dichten Busch ist das wichtig. Vor einem Löwen habe ich große Angst, aber nicht vor einer Hyäne. In der Savanne sind Raubtiere nicht die einzige Gefahr. Durch einen Unfall hat Solomon vor 3 Jahren seine Mutter verloren. Er war dabei, hier an diesem Wasserloch. Ich habe hier gesessen. Meine Mama wollte Wasser holen und ist gestürzt. Ich bin nach Hause gerannt, um Hilfe zu holen. Und dann haben sie meine Mama heimgebracht. Der Tod seiner Mutter hat Solomons Leben verändert.
Da sein Vater als Masai viel unterwegs ist, lebt Solomon meistens bei seinen Großeltern. Hier in der Savanne teilt er sich mit ihnen eine Hütte. Wie bei den Masai üblich ist die fensterlos. Gebaut aus Lehm und Kudung, das Dach mit Stroh abgedeckt. Doch seine Großeltern sind alt und arm. Deshalb haben sie Hilfe gesucht. Und das ist auch der Grund, warum Solomon noch ein zweites Kinderzimmer hat. Aber erstmal zurück zu Dominic nach England. Seine Eltern sind wohlhabend, die Mutter Lehrerin, der Vater Ingenieur. Beide waren auch Internatsschüler. Für die Schule ihres Sohnes zahlen sie 42.000 Euro im Jahr. Unterricht gibt es hier in kleinen Klassen. Auf dem Stonyhurst waren schon Berühmtheiten wie der Autor von Der Herr der Ringe und der Erfinder von Sherlock Holmes. Dominic gehört zu den Top-Schülern des Jahrgangs. Auch er möchte mal berühmt werden. Ich war schon immer streng mit mir. Wollte immer das Beste, die besten Noten, damit ich auf die besten Universitäten gehen und den besten Job bekommen kann. Ich will Erfolg im Leben und mir einen Namen machen. Internatsschüler leben abgeschottet, konzentrieren sich dafür mehr auf die Schule. Ein Vorteil, meint sein Lehrer. Wenn Dominic zur normalen Schule gegangen wäre, hätte er sich nicht so toll entwickelt wie hier. Er hat eine super Zukunft vor sich. Gute Noten sind wichtig, aber auch Engagement zählt. Zum Beispiel im Schulkomitee, eine Auswahl von Schülern, die Veranstaltungen organisiert und die Interessen der Schüler vertritt. Alle wollen ins Komitee, auch weil dieser Einsatz später bei Bewerbungsgesprächen mit Arbeitgebern Pluspunkte gibt. Stonyhurst in Lancashire.